Hallo, liebe Klemmbausteinbaumeister. Heute haben wir ein Set aus einer Reihe von Sets in einer Reihe von Eiern. Es handelt sich um die Weltraumeier von Wang Yi. Das sind 6 verschiedene kleine Sets, alle rund um Weltraum, Raketen, Flugzeuge und wie in unserem Fall dem Rover, die normalerweise in einem Display kommen, was insgesamt 12 Eier enthält, sprich von jedem 2. Wie gesagt, haben wir hier den Rover vor uns mit einer Minifigur. Diese hat fast schon den Orsini-eckigen Kopf. Sie wird komplett aus Einzelteilen zusammengebaut. Sie hat halt nur eine Brustbedruckung und auch ihre Schwierigkeiten. Der Rover selbst hat einen Greifarm, eine Antenne und fährt relativ ordentlich. Hier sehen wir die Anleitung. Sie besteht aus einem zweiseitigen Faltblatt, was für die 50 Teile, die das Set enthält, ausreichend ist. Hier sehen wir dann noch einmal, dass in dieser Variante des Sets genau 2 Teile übrig geblieben sind. Insgesamt ist die Qualität der Teile, und ich habe jetzt nicht nur dieses Set gebaut, sondern auch die meisten der anderen. Wie gesagt, es sind 6. Insgesamt ist die Qualität durchaus durchwachsen. Teilweise ist auch die Qualität gleichartiger Sets durchaus unterschiedlich, sprich die Teilequalität. Was etwas ärgerlich ist, ist beim Aufmachen des Eis ist doch sehr viel mit Klebeband und zusätzlichem Plastik gearbeitet worden, was gerade beim Hauptnutzen des Sets, also als Geschenk für eher jüngere Kinder, zu einem Problem führt. Da diese das einfach ohne entsprechendes Werkzeug, das vielleicht nicht in Kleinkinderhände gehört, nicht aufbekommen. Der Rover selbst rollt gut. Es gibt dann noch eine Rakete, einen Satelliten, ein Space Shuttle und ein Bodenfahrzeug in dieser Serie und auch noch ein Weltraum, ja, die Amerikaner würden Probe sagen, also ein Raumschiff, ein unbemanntes. Manche haben Figuren wie der Rover, manche haben nur Teile von Figuren wie das Space Shuttle, die meisten Sets haben aber keine Figuren. Insgesamt sind diese Sets relativ schnell aufgebaut, viel mehr als 10 Minuten braucht man sicherlich nicht einplanen. Alle liegen in der 50 Teile Größenordnung und sind auch für kleine Kinder mit ein wenig Spielwert behaftet. Natürlich nicht die unter 3, weil zum Essen ist das ABS sicherlich nicht gedacht. Was mich aber durchaus eher negativ überrascht hat, ist, dass Wang Yi doch einige Teile hat, die nicht gut passen, gar nicht passen. An einer Version des Rovers war zum Beispiel die Antenne nicht so einsteckbar, wie es in der Anleitung steht, da schlichtweg die Teilequalität nicht da war, wo sie sein sollte. Das ist dann auch das Fazit, ein kleines Mitbringsel, ja, aber besser selber mit aufbauen, falls die Teile doch Probleme machen. Und das war's dann für heute wieder einmal von mir. Viel Spaß beim Bauen, viel Spaß beim Schauen,
viel Spaß beim Schenken und tschüss.